Jo, meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Speckle und zu einer weiteren Folge Bloons. Und zuerst Update-Time. Neues Jahr, neues Update. Wage dich in die düsteren Kammern der neuen Expertenkarte Düstere Dungeons. Da können wir noch nicht hin, aber egal, vielleicht irgendwann mal. Das Design stammt von Lars-Overwick, dem Gewinner des Community-Karten-Wettbewerbs. Junge, ich kann nicht mehr reden. Aber cool, eine Map von einem Fan. Hier oben ist es die, glaube ich. Über mit der neuen Pad Fuzzy-Skin Kaiju Pad mächtig Druck auf die Bloons aus. Der hier. Gegenstände aus dem Trophäenladen, Verbesserung der Lebensqualität, also Quality of Life heißt das, Balanceänderung und vieles mehr. Cool. Wir holen uns die Daily Truhe ab, Tag 5. Und wir brauchen noch 264.726 Pops, um den Minigun-Affen freizuschalten. Ich weiß gerade nicht, wer der Dude heißt. Affenboost, Geld, 3 Totems und 3 Affenboost. Krass. Dann lasst uns aber mal direkt das Affenwissen ausgeben, was ich gekriegt habe, denn ich habe ein bisschen privat weitergespielt. Affenwissen. So, was ist Affenwissen? Wir können hier irgendwo reinskillen. Und ins Eben, später müssen wir dann auch noch dafür ein bisschen blechen, wie ihr hier seht, uns krasse Updates holen. Also Upgrades, nicht Updates, Digga. Hier, große Bloons. Alle Bloons der Moab-Klasse erscheinen in teilweise beschädigtem Zustand. Ist zum Beispiel ein sehr krasses Upgrade, wie man merkt, weil einfach die dann viel schwächer sind direkt von Anfang an. Und aber am Anfang sind die halt nicht so stark. Zum Beispiel hier ein Platzen pro Schuss, so. Wow. Hier, aber es gibt auch XP-Sachen und alles Mögliche. Ich gehe, glaube ich, als erstes mal ins Primärwissen rein, denn hier gibt es was Cooles, was mal gut ist. Erhöhe dein Startkapital um 200, ist extremst wichtig. Und beginne jedes Spiel mit einem kostenlosen Wurfpfeilaffen. Nur ein kostenloser Affenturm pro Spiel ist auch sehr stark. Dafür mussten wir hier runter, hier reinscannen. Wurfpfeilaffen erhalten plus eine Durchschlagskraft für alle Würfe. Sehr gut. Oh, das ist auch eine neue mit Straßenmitte. Lasst uns sie direkt ausprobieren. Urban Greenfoot habe ich jetzt auch am Start. Ich weiß gar nicht, ob ihr den schon gesehen habt. Ist auf jeden Fall sehr cool. Einer meiner Lieblingshelden. Urban bufft alle Magieaffen und vor allem Druiden. Ich habe den auch schon ein bisschen gespielt, als ich off war. Hier. Bin auf die Mitte gegangen. Ja. Druiden sind relativ starke, wenn man hier sich gut mit denen auskennt. Tower und Urban finde ich auch. Er kann relativ früh einen Busch placen, wo sich Bloons sammeln können und später auch einen ganzen Wald, wo, wenn genug Bloons drin sind, der aufplatzt, sag ich jetzt mal, und Geld rauskommt. Heißt, er kann auch Geld machen und hat eine relativ okay, starke hier Normalattacke gegen, vor allem für den Anfang, relativ gut. Wir kaufen unsere erste Bananenplantage. Dieses Totem macht halt alle Bloons in der Nähe um 30 Sekunden langsamer, aber ist weniger effektiv gegen Moab-Bloons. Also da macht er die vielleicht zur Hälfte oder so langsamer nur. Es sieht gerade nicht sehr gut aus. Wir müssen auf jeden Fall jemanden upgraden. Und wir bauen eine weitere Bananenplantage. Und der erste Moab. Okay, haben wir hingekriegt, aber wir müssen auf jeden Fall unsere Verteidigung verbessern. Da kam das Geld raus. Das ist wirklich geil. Affenstadt. Geldgenerierung. Und wir haben es geschafft. Aber wir gehen mal ins freie Spiel. Denn im freien Spiel können wir einfach so weiterspielen wie zuvor und können weiter mal ein bisschen leveln und alles Mögliche machen. Auch wenn unsere XP jetzt gedrosselt werden und wir nicht mehr so viel kriegen.
ich habe keinen Bock mehr auf ein Freeplay. Und wir gehen in die nächste Runde. Ich fand die Map eigentlich relativ cool sogar. Aber vorher geben wir noch unsere zwei Affenwissenpunkte aus. Noch 152.000 Platzer. Bald haben wir ihn. Dann lasst uns mal eine hier, ich sag jetzt mal, ja, Zwischenstufler-Map spielen. Auf Mittel. Und zwar flussabwärts. Urban Greenfoot. Regel das für uns erstmal am Anfang, bitte. Und diese Map ist relativ interessant, weil man hier Sachen entfernen kann für Geld. Was ich auch jetzt tun werde. Oh fuck, da kommt das erste direkt durch. Haben wir das? Hier haben wir ja sogar schon. Der hier untere ist Ding. Oh, not getting through. Yes. So, den Reißnagelwerfer haben wir platziert. Oben, unten, hauptsächlich in unten. Ihr kennt mich. Aber ja, ich will euch erstmal die Map ein bisschen, sag ich jetzt mal, zeigen, weil die ist jetzt schon ein bisschen anders. Auch wenn sie noch eine relativ einfache Map ist, muss man sagen. Aber sie wird schon ein bisschen härter als vorher. Aber dann gibt es extreme Maps und die sind wirklich, die heißen auch extrem und die sind einfach nur extrem. Vor allem gibt es einen Modus, wenn du schwer geschafft hast, und da drin ganz viele andere Untermodis, sag ich jetzt mal. Der Schimpansenmodus. Da funktioniert gar kein Affenwissen. Und du kannst dir nichts mit irgendwie hier den Kräften oder so machen, die du dir ja mit Affendollar kaufst, die du dir ja in der Theorie auch mit hier Echtgeld kaufen kannst. Heißt, da bist du wirklich nur auf Skill angewiesen. Und das auf diesen, wie eben besagt, Extrem-Maps zu schaffen, ist für manche Maps unfassbar schwierig. Da zum Beispiel eine Map, die ich weiß, die extrem schwierig ist dafür, Autsch. Und ich habe auf dem Account, wo ich vorher hatte, auch zweimal Schimpansen. Das Geile ist, dann kriegt man, wenn man Schimpansen-Modus geschafft hat, den schwarzen Rand oder den goldenen, wenn man hier mal, ich glaube, es war irgendwie pausiert hat oder so. Oder irgendwie was gemacht. Nee, einmal unterbrochen hat oder so. Das glaube ich. Dann hat man irgendwie den goldenen Rand gekriegt. Nur anstatt vom schwarzen. Aber ich hatte auch zwei Maps im schwarzen. Und diesmal gehen wir auf oben. Also beim Bombenturm. Und als nächstes kaufen wir die Bananenplantage. Ja. Oder das Dorf. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber ich glaube die Bananenplantage. Damit wir erstmal Geld machen. Auch wenn in 10 Runden schon hier der Moab kommt. Darauf sollten wir uns, glaube ich, auch nochmal erst wappnen. Ne, nevermind, Junge. Dich nicht. Wir spielen eh nur bis Runde 60, also alles gut. Keine Digitis. Und jetzt kommt die erste Bananenplantage. Und direkt das erste Upgrade für sie und gleich auch schon das zweite. Ich muss gar nicht lang reden, denn jetzt ist es schon da. Und
und die wertvollen Bananen. Jetzt sind wir erstmal gut damit und wir sollten uns das Dorf holen oder erstmal upgraden hier auf Großkaliber. Ich glaube, Großkaliber upgraden ist erstmal wichtiger. So. Jetzt haben wir eine gute Chance gegen den Moab, der gleich kommt, und gegen BFBs auch schon fast, aber es gibt ja eh nur einen BFB, den wir hier plätten müssen in Runde 60. Aber wir sollten vielleicht uns noch mal eine zweite Bananenplantage holen. Okay, es wird heftig. Wir sollten uns gleich lieber mal den Schnellgang holen. Denn auch kleine Blooms kommen ja gleich hier wieder. Fuck, 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 fuck. Schnell, 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 schnell. Schießen, 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 schießen. Hui! Knapp geschafft. Aber eben auch nur knapp. Und das ist scheiße. Freibeuter. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der immer noch so OP ist oder ob der genervt wurde mittlerweile wieder. Aber der war jedenfalls so unfassbar OP beim Release, das weiß ich noch. Ich spoiler nicht die Fähigkeiten, die haben auch mit der Mitte zu tun, also kann ich sie doch eigentlich spoilern. Denn der Affenpirat kann einfach mit seiner Fähigkeit Moabs einsaugen. Und später auch BFF und Soms. Soms, glaube ich, mit G. Sogar hinten. Ich hier, die haben wir noch gar nicht gesehen. Die sind die zweitstärksten. Und der kann die einfach aufsaugen, wenn die Max sind. Aber es gibt einen noch besseren hier Moab, den es nicht mal in Schwierigkeit, den man nicht mal da besiegen muss. Weil in Schwierigkeit muss man nur den Somk, glaube ich, heißt der, besiegen. Und der schwierigste ist der Bad. Und der ist unfassbar schwierig. Und dieser Paragon, der wird dann hier kommen. Dafür braucht man drei hier Typen. Also drei von denen, alle auf Max Level. Und dann spielen noch ein paar andere Faktoren mit rein. Und je nachdem, wie eben, wie viele Faktoren du jetzt, sag ich mal, erfüllt hast, desto ein höheres Level kriegt der Paragon, das nicht mehr erhöht werden kann. Nur wenn du ihn playst. Oder halt, du verkaufst ihn nochmal. Und zwar kann der dann, der saugt automatisch jede, also hier Moabs, BFFs und Somks einfach ein, als wäre es nichts. Und kann, hat immer noch eine Fähigkeit, das ist halt das, womit er einfach ein Bad einsaugen kann, also die besten. Und das ist halt ziemlich OP. Wir sind schon Runde 60 und der BFE ist geplatzt. BFB, sorry. Und das sah relativ gut aus. Und dann gehen wir noch schnell zur Hauptseite und gucken, wie viel wir noch brauchen. 90.000 Platzer, das ist gut. Haben sogar noch zwei Challenges absolviert. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich riesig über ein Like und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.